Ja, hallo und herzlich willkommen bei Lernen mit Uwe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video wollen wir uns eine Präsentation einer Schülerin anschauen. Wie ihr ja vielleicht wisst, sollt ihr bei der Deutsch-TELG B2-Prüfung beim mündlichen Ausdruck als ersten Teil der mündlichen Prüfung einen Vortrag halten und ja, die Schüler aus dem Kurs, ja, den habe ich als Hausaufgabe aufgegeben, dass sie sich überlegen, zu welchem der Themen, die es dort gibt, sie einen Vortrag halten wollen, dass sie das einmal zu Papier bringen, dass ich das korrigiere, damit sie dann einen, ja, korrigierten Text haben, den sie sich einprägen können, um eine möglichst gute Präsentation zu halten. Und das ist hier ein Text einer Schülerin und den wollen wir uns einmal zusammen anschauen. Los geht's. Ich möchte, dass meine Einführung auf einem Film basiert, den ich gesehen habe. Von Natur aus schaue ich gerne Filme, die auf einer realistischen oder sozialen Geschichte basieren. Wenn Sie einen Film sehen und er in Ihrem Kopf hängen bleibt, ist er entweder eines von zwei Dingen, entweder sehr schön oder sehr lächerlich. Und leider war es für den zweiten Typ, den ich gesehen habe. Ich möchte, dass meine Einführung auf einem Film basiert, den ich gesehen habe. Mein Vortrag basiert auf einem Film, den ich gesehen habe. So würde ich das formulieren. Also mein Vortrag basiert auf einem Film, den ich gesehen habe. Von Natur aus schaue ich gerne Filme, die auf einer realistischen oder sozialen Geschichte basieren. Auf einer realistischen oder meint sie einer realen Geschichte? Ich denke mal eher einer realen. Das ist wahrscheinlicher. Aber ich werd hier noch mal, ne? Meinst du, dass es eine wahre Geschichte ist? Dann musst du reale benutzen. Also wenn es eine wahre Geschichte ist, auf der der Film basiert, dann muss man sagen, reale Geschichte. Realistisch wäre, wenn es kein Fantasy ist, kein Science Fiction oder so. Ja, dann wäre es, würde man realistisch sagen. Also zum Beispiel ein Krimi, der in Hamburg spielt oder so etwas oder ein Film, der in unserer heutigen oder in der vergangenen, aber in der wahren Welt spielt. Also dann könnte man sagen, realistisch. Ansonsten, ne, wenn es eine wahre Geschichte ist, dann eben real. Und wenn Sie einen Film sehen und er in Ihrem Kopf hängen bleibt, ist er entweder eines von zwei Dingen, entweder ist er sehr schön oder lächerlich. Und leider war. So, jetzt machen wir hier mal einen Punkt. Der Satz wird nämlich sonst zu lang und dann wird es unverständlich. Und leider war der Film so, der Film, den ich gesehen habe, Komma, vom zweiten Typ. Ja, er war vom zweiten Typ, also wahrscheinlich sehr lächerlich. Jetzt machen wir hier mal einen Absatz. Die Ereignisse des Films finden hier in Deutschland während des fanden hier in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs statt. Und seine Ereignisse erzählen einige Fakten, die in dieser Zeit passiert sind.
Und seine Ereignisse waren wirklich interessant und jede Minute und jede andere, die ich meinen Mann frage, ist dies wirklich passiert? Mein Mann versichert mir, dass dies wirklich möglich ist. Okay. Die Ereignisse des Films fanden hier in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs statt und seine Ereignisse erzählen, sondern nicht immer und seine Ereignisse, nicht so viele Wiederholungen. Und erzählen, die Ereignisse des Films fanden hier in Deutschland statt und erzählen einige Fakten, die in dieser Zeit passiert sind. Und es war wirklich interessant, es war wirklich interessant. Und jedes Mal, naja, jedes Mal, wenn ich meinen Mann fragte, wenn ich meinen Mann fragte, ob dies wirklich passiert ist, versicherte er mir, so, warte mal, mein Mann natürlich klein, weil wir ja nicht am Satzanfang sind. Versicherte mein Mann mir, dass in Kriegen alles möglich ist. Der Film befand sich unter den Beamten und Beamten des Staates sowie unter Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Der Film befand sich unter den Beamten des Staates, unter den Beamten des Staates. Beamte sind immer des Staates, also entweder oder spielte. Er spielte sich unter den Beamten, der Film spielte sich dort ab oder er spielte dort. Das ist besser, also er spielte sich dort ab, ja, oder er spielte unter den Beamten des Staates, also er, das war sein, ja, sein Inhalt, sein Thema, seine Rolle, nicht seine Rolle, aber sein Inhalt, sein Thema, das war das, wo die Handlung spielte. Also der, so wie ich das verstehe, hat der Film sich eben, war die Handlung des Films unter den Beamten des Staates, ja, also nicht irgendwelche normalen Leute, sondern nur die Beamten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, also nur wichtige Persönlichkeiten, bekannte Persönlichkeiten. Also scheinbar spielte es sich nicht im, ging es nicht um den Alltag der normalen Menschen oder um irgendwie Kriegsgeschehnisse an der Front oder so. So verstehe ich das jedenfalls. Am Ende des Films stellen wir fest, dass alles, was wir sahen, nur von der Inspiration des Schriftstellers stammte und dass er ein alternatives Datum annahm, in dem er sich rächen wollte auf die Realität. Am Ende des Films stellten wir fest, dass alles, was wir gesehen hatten, denn das war ja vorher, nur von der Inspiration des Schriftstellers stammte und dass ein alternatives Datum annahm, an dem er sich annahm, angenommen hatte, ja, denn das war ja auch vor, an dem er sich,
So, jetzt ist die Frage, wollte er sich an der Realität rächen wollte oder für die Realität rächen wollte? Dann machen wir das mal so. An oder für? Da ich den Film nicht kenne, weiß ich nicht, ob der Schriftsteller sich für oder an der sich für die oder an der Realität rächen wollte. Also an der beziehungsweise für die Realität. So, da müsste man jetzt den Film kennen. Ne, wollte er sich also an der Realität, an den Menschen rächen oder für die Realität, an jemanden? Okay. In einem solchen Ausmaß, dass ich nach dem Ende des Films weinend saß, wie der Regisseur des Films mich während der gesamten Einheit entließ und wie ich war, während ich nervös angespannt war. Wirklich, mich dies war der provokanteste Film. In einem solchen Ausmaß, dass ich nach dem Ende des Films weinend saß, wie der Regisseur des Films mich während der gesamten Ereignisse des Films entließ und wie ich 3 Stunden meiner Zeit verschwendete, während ich nervös und angespannt war. Wirklich, für mich war dies der provokanteste Film. Gut, machen wir das mal. Wirklich, für mich. Jetzt, guck mal, da steht dies war. Ich lese immer war dies. Weil war dies der provokanteste Film, so wäre es richtig formuliert. Na, also dies wirklich, Komma. Für mich war dies so. So könnte man das machen oder für mich war dies wirklich der provokanteste Film. So könnte man das auch formulieren. So, aber was meint sie jetzt mit diesem Absatz? In einem solchen Ausmaß, dass ich nach dem Ende des Films weinend saß, wie der Regisseur des Films mich so, hier muss ich leider sagen, dass ich nicht weiß, nicht verstehe, was sie sagen will. Verstehe ich nicht, was du meinst. Ja, jetzt haben wir das soweit korrigiert, soweit ich das korrigieren konnte. Insgesamt ist das allerdings zu kurz. Also bei der B2-Prüfung soll man ja ungefähr 1,5 Minuten vortragen, aber das ist meiner Meinung nach viel zu kurz. Und es ist alles Mögliche auch nicht gesagt. Also der Text ist zu kurz, um 1,5 Minuten zu sprechen. Und du sagst zwar viel über deine Eindrücke und Emotionen zum Film, aber du
sagst fast nichts über den Film. Zum Beispiel Titel, Genre, Handlung, Hauptdarsteller. Ja, den Titel, Genre, Handlung, Hauptdarsteller. So, genau. Das fehlt. Okay, ihr Lieben. Dann hoffe ich, dass der Schülerin diese Korrektur weiterhilft. Und ich hoffe auch, dass es euch weitergeholfen hat, hier bei der Korrektur dabei gewesen zu sein. Wenn das so ist, würde mich das sehr freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann. Ciao.